Ah, okay, haben wir geschafft. Also ich zeig's nochmal. Die Glyphe, die ich jetzt hier mache, die ist jetzt hier an diesem Ort. Da, wo jetzt natürlich meine Figur ist. Ein bisschen zwischen den Wänden hier versteckt. Sieht aus wie so kleine chinesische Häuser hier. Und ich bin gespannt, was das jetzt für Schwierigkeitsgrad ist. Das Ende. Das Ende. Fast das Ende. Es ist schon passiert. Die Spiele waren einst Teil eines Ganzen. Jo. Der vierte Tag. Einst angebetet, nun ignoriert, beobachtet es aus der Ferne und wartet. So, also was ich hier ehrlich sagen muss, nur nochmal zu meiner Verteidigung hier. Diese Glyphen, ne? Ich finde das Allerschlimmste und das Allerschwierigste ist diese Bilderauswahl. Das andere ist alles irgendwie logisch nachvollziehbar, aber hier muss man so krass um die Ecke denken manchmal. Einst angebetet, nun ignoriert. Beobachtet es auf der Ferne und wartet. Tja, was könnte denn das sein? Also hier gibt es ganz oft diese Münzen, ne? Markierungsscheibe. Mars, Venus und Amor, ca. 1500. Also sind das vielleicht solche göttlichen Symbole, um die es hier geht? Eins angebetet, nun ignoriert, beobachtet es aus der Ferne und wartet. Geht es hier vielleicht um göttliche Symbole? So würde ich das jetzt erstmal denken, oder? Also das weiß ich nicht hier, das Bild. Ich würde das hier einfach mal mit reinmachen, das hier mit rein. Boah, das sind wieder Sachen hier. Das Osttor, Thron der Nächstenliebe. Wow. Also ist ein gutes Rätsel wieder. Buch der Toten. Ah, das hier mit, das mit der Sixtinischen Kapelle, das kenne ich sogar hier. So, und jetzt, das wären jetzt so meine Lösungen. Aber jetzt, den Rest weiß ich nicht. Oh mein Gott. Eins angebetet, nun ignoriert. Was ist denn angebetet und jetzt ignoriert? Ich glaube, das erste Bild ist nichts sagen, glaube ich. Eins angebetet, nun ignoriert, beobachtet es aus der Ferne und wartet. Ich mache einfach mal das hier. Ja, das ist schon mal falsch, ne? Ja, aber was ist falsch? Das ist ja so die große Preisfrage. Aber wir kriegen hier auch mal ab und zu einen Hinweis. Wenn man ein paar Mal falsch liegt, dann... Ja, jetzt kommt zum Beispiel der Hinweis, den verdecke ich hier. Da gibt es manchmal so einen Hinweis und den hören wir uns jetzt mal an, weil ich so absolut jetzt keine Ahnung habe. Okay. Dasselbe Ding wird von verschiedenen Kulturen verehrt. Das muss naturbasiert sein. Okay, das war also unser Tipp. Hier gibt es eine Lösung. Die gehen wir jetzt mal durch. Also das Bild 2, das wäre richtig gewesen bei mir. Das Bild 3. Bild 5, also noch nicht einmal das hier. Bild 5, hä? Was hat denn das damit hier zu tun? Das Osttor? Das ist doch, hä? Ich meine, ja klar, da steht jemand hier mit so einem Stab und da sind lauter solche, weiß nicht, solche nackten Menschen und so. Engel. Also das verstehe ich jetzt nicht, was da naturbasiert sein soll. Dann 5, 6, 7, 8. Okay, das könnte ich noch vielleicht nachvollziehen. Und die 9. Nee, klappt auch nicht. Hier hat jemand die falsche Lösung reingemacht. Warte mal kurz. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ach so, nee, das war mein Fehler. Das hier. Oh, das hätte ich ja niemals rausgefunden. Also die ersten 2, 3 Sachen, ja. Oh. Wahnsinn. Also ich habe das überhaupt gar nicht verstanden, wieso die letzten 2 da irgendwie...
da eine Rolle gespielt haben, die letzten zwei Gemälde. So, hier sollen wir jetzt die Sonne untersuchen. Und wir sehen hier in der Sonne so ein kleinen runden Kreis. Das ist die Erde. Ja, wahrscheinlich so das Größenformat. Und damit haben wir das vorletzte Wahrheitsvideo quasi, ja, gefunden.